Kurten IK. Sauer, Seferich hier unterzeichnet Kurt Betrag. Die Keping Up with the Kardashians Fans können sich schon mal ihr Popcorn bereitstellen. Die Reality-TV-Show könnte schon bald um einiges spannender werden. Schon seit Monaten gibt es Spekulationen, Scotty Sick, 35, werde endlich seine On-Off-Freundin in dem beliebten Familienformat zeigen. Knapp ein Jahr war der Baby Daddy von Kourtney Kardashian, 39, mit der 16 Jahre jüngeren Sophia Richie, 19, zusammen und die soll nun einen Vertrag für die Show seiner Ex unterzeichnet haben. Dieses Zusammentreffen wird heiß erwartet, wie ein Insider des Unternehmerclans jetzt gegenüber Radar und Line verriet, soll die Tochter von Musiker Lionel Richie, 68, bereits ihre Unterschrift auf einen massiven Vertrag von Momagerin Kris Jenner, 62, gesetzt haben. Sophia wird ganz bestimmt an der nächsten Staffel zu sehen sein und hat gerade einen lukrativen Deal abgeschlossen. Sie hat ihre Modelkarriere extra unterbrochen und hat kein Problem damit, weil Scott derzeit ihre Priorität ist, erklärte die Quelle. Der plötzliche Kurtkracher soll besonders Kevin Kris Freundin, die sei ein großer Fan des Bars. Sie würde sich so freuen, wenn die beiden heiraten und Kinder bekommen auch, weil sie weiß, dass die Fans der Serie es lieben würden. Dieser Traum ist nun aber geplatzt. Erst heute kamen die News raus, dass sich Sophia und Scott wieder getrennt haben. Doch was wohl Kourtney zu Sophias neuer TV-Karriere sagt? Die dreifache Mutter soll gar nicht begeistert sein, die einstige Flamme ihres Ex an ihrer Seite zu haben, obwohl sie ihr zuletzt ihren Segen gab. Kurt kann es nicht fassen. Sie fühlt sich hintergangen bei dem Gedanken, Sophia könnte von ihrer Familie profitieren.